Ich fange mal mit dem Fall Lisa an. Okay, das sagt er gerade. Genau, aber das spielt alles zusammen. Und zwar spreche ich davon, dass wir sozusagen Glück im Unglück hatten. Wir wurden vergessen. Das liegt teils an der Politik, teils an der Gesellschaft, aber auch an uns. Und zwar, man braucht ja irgendwie, man braucht eine negative Schlagzeile, um wieder im Spiel zu sein. So, diese Möglichkeit haben wir bekommen. PR kennt keine schlechte, es gibt keine schlechte PR, genau. Genau, diese Möglichkeit haben wir bekommen. Der Anlass war nicht so gut, nichtsdestotrotz sind dadurch, durch diese Proteste hat sich in der Politik vieles bewegt. Auch in der Bildungspolitik, es sind viele neue Arbeitsplätze entstanden, haben wir auch erst heute mitbekommen. Das freut mich sehr, das ist sozusagen der positive Effekt. Aber unter anderem, was entstand da? Die Medien haben das dann so hoch gepusht, dass die Russlanddeutschen wieder unter Generalsverdacht standen. Wir sind jetzt alle Putinisten oder wir gehören zu der fünften Kolonne oder wir sind alle nationalsozialistisch, rassistisch und haben uns im Untergrund irgendwie bewegt und jetzt haben wir unser wahres Ich gezeigt. Klar, als junger Russlanddeutscher möchte man sich nicht damit identifizieren, was in den Medien verbreitet wird. Und da entsteht wieder so ein negativer, ja, das ist eigentlich ein Bruch, wo man sich wieder gegen seine Kultur, gegen seine Geschichte eigentlich entscheiden muss, weil man nichts damit zu tun haben möchte. Man möchte nicht der russlanddeutsche AfD-Wähler sein. Das möchte man ja nicht. Und das ist das Negative daran. Das Positive ist natürlich, dass wir wieder im Rennen sind, dass wir mitdiskutieren können, dass wir auch politisch aktiver werden können. Es ist nicht so, dass es keine Russlanddeutschen in der Politik gab. Also ich sage mal, Bundestagsebene, es ist tatsächlich so eher weniger. Herr Zertig war der erste Spätaussiedler. Kommunaler Ebene waren wir schon auch immer aktiv, aber unauffällig, sagen wir so. Und das